Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer hier auf meinem Kanal. Heute geht es um diese kleine Drohne. Tello steht hier drauf und viele sagen immer, das ist die DJI Tello. Nein, der Hersteller ist Rise Technology und DJI hat wahrscheinlich so ein paar Sachen mit dazugegeben in der Entwicklung und so weiter. Und es ist natürlich schön für einen Hersteller, einen namhaften Hersteller mit auf den Karton draufkleben zu können. Und ja, so ist es eben. Diese Drohne ist im Sinne des Gesetzgebers ein Spielzeug, denn das Drohnengesetz besagt, ab 250 Gramm ist das Ganze kennzeichnungspflichtig. Ich habe die Drohne einmal auf die Waage gestellt, bin so um die 88 Gramm gekommen. Das heißt, das fällt auf jeden Fall darunter. Ladezeit ist über eine Stunde, definitiv. Ich stehe hier gerade im Wald, die Ameisen laufen mir gerade hoch. Über eine Stunde. Flugzeit, je nach Wind, irgendwo zwischen 8 und 12 Minuten. Ist nicht viel, aber ich finde, das reichte auch wirklich aus. Für wen ist die Drohne jetzt auf jeden Fall geeignet? Viele von euch wissen inzwischen, ich arbeite mit Typhoon H von Unique. Ich habe auch schon mit der Phantom 4 gearbeitet. Das sollte man, wenn es geht, nicht damit vergleichen. Denn hier haben wir eine Bildqualität von Full HD. Nicht, noch nicht mal, sondern von HD. Aber für kleine Spielereien reicht das vollkommen aus. Ich zeige auch gleich die Funktion, die Drohne dann noch hat. Und Fotos macht diese Drohne auch, und zwar 5 Megapixel. Und das sind schon Bilder, die kann man dann schon ja ernsthafter gebrauchen. Das ist also ein wirklich nettes Gimmick. Und es gibt einem die Möglichkeit, in das ganze Drohnengeschäft vielleicht mit einzusteigen. Holt euch das Ding, probiert es aus, auch in den Funktionen. Es gibt andere Hersteller, die so ähnlich funktionieren. Und damit kann man nämlich sehr, sehr gut üben. So, ich würde sagen, nach meinem Intro, was übrigens auch schon veraltet ist, das haben mir einige auch schon gesagt, da wird es auch bald ein neues geben, geht es dann weiter. Und ich werde euch hier im Wald zeigen, wie die Drohne fliegt. Also, bleibt dran. Bevor wir zum Fliegen kommen, muss der Kopter natürlich aufgeladen werden und die App muss natürlich auch noch heruntergeladen werden. Dann verbindet man das Ganze einfach mit dem WLAN. Da, hier steht es auch schon, Tello steht drauf. Das geht also recht zügig. Ja, und wenn alles dann geöffnet ist, können wir die App dann starten. So, da oben ist die Tello-App. Da drücken wir einmal drauf. So sieht das Ganze dann aus. Ich zeige das aber auch gleich noch unten rechts rein. Und jetzt schauen wir mal. Ja, da sieht man auch schon das Bild. Die Kamera ist da. Hier oben rechts, seht ihr, ist das Aufnahmezeichen. Jetzt steht das auf Foto. Ich drücke das mal eben hier oben drauf. Jetzt ist das Ganze auf Video umgeschaltet. Ich stelle die Drohne jetzt einfach mal vom Boden aus, möchte ich das Ganze gerne starten. Und hier oben links ist dann sozusagen der Startknopf. Da drücke ich einmal drauf. Hier zur Seite muss man dann einmal sliden und schon müsste die Drohne eigentlich selbstständig nach oben fliegen. Ja, da ist sie schon. Man sieht, die Drohne steht ein bisschen schief, weil leichter Wind auch weht. Und sie hat hier unterhalb zwei Sensoren, die sehen sozusagen den Untergrund. Und dadurch merkt sich die Drohne, an welcher Stelle sie ist. Denn hier gibt es keine Verbindung über Satellit. Die Drohne macht das nur halt über die Struktur des Fußbodens. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Hier kann man die Drohne sozusagen drehen an diesem ganzen Hebeln. Das ist relativ simpel gemacht und das funktioniert auch ganz gut. Ich fliege mal ein bisschen nach vorne. Achso, als erstes möchte ich natürlich den Record-Knopf drücken, damit ihr natürlich jetzt auch schon die ersten Aufnahmen sehen könnt. So, und die Zeit läuft. Es geht. So, ich fliege mal ein bisschen nach vorne. Ja, wie ihr seht, es funktioniert. Das Bild ruckelt manchmal ein bisschen. Das war knapp am Baum vorbei. So, das Bild ruckelt ein bisschen. Das liegt an der Verbindung, weil es ist keine Speicherkarte in der Drohne drin, sondern das wird direkt hier übertragen. Und wenn das Bild zuckt, ja, dann zuckt auch die Übertragung und wir haben kein flüssiges Bild. Aber was möchte man für 100 Euro auch erwarten? So, ich fliege noch ein bisschen zurück. Ja, ich finde, das Bild kann sich wirklich sehen lassen, zumindest hier auf dem Display. So, jetzt fliege ich mal ein bisschen höher in die Äste rein. Ich hoffe, sie bleibt da nirgendwo kleben. Ja, es funktioniert auch gut. Ja, es ist schöne Aufnahmen, muss ich sagen. Bin mal gespannt, wie sie nachher auf dem PC aussehen. So, jetzt mache ich die Aufnahme einmal aus, hier oben, und wechsle jetzt einmal auf den Fotomodus. Das kann ich hier natürlich auch machen. So, und wenn ich jetzt ein
Foto mache. Ich drehe mal in eine andere Richtung, dass ich nicht gerade Gegenlicht unbedingt habe. Ja, das sieht doch auch schon mal gut aus. So, und jetzt machen wir mal ein Foto. Zack, gleich noch ein Foto, sicherheitshalber. Ja, er rechnet noch. 5 MB müssen ja auch übertragen werden. Das haben wir hier und noch ein Foto. Jetzt fliege ich die Drohne mal ein bisschen hier runter wieder. So, ich finde sie auch gar nicht mal so laut. Ich kenne andere Drohnen, die sind wesentlich lauter. So. Ja, jetzt gibt es die Möglichkeit, die Drohne einfach auf dem Boden landen zu lassen. Aber hier ist alles so ein bisschen mit Blättern behaftet. Deswegen drücke ich hier mal auf den Knopf. Hier gibt es nämlich die zweite Möglichkeit, sie auf der Hand landen zu lassen. Übrigens, man kann sie auch aus der Hand starten. Jetzt drücke ich hier mal drauf. Man hat dann 5 Sekunden Zeit, die Hand runterzulegen. Und dann sollte sie selbstständig landen und natürlich auch ausgehen. Ich drücke jetzt einmal drauf. Sage, aha. So, jetzt halte ich sie drunter. Und das funktioniert natürlich schon mal sehr, sehr gut. Also ich bin echt begeistert von diesem kleinen Spielzeug. So, jetzt zeige ich euch noch einige Funktionen, die diese Drohne auch hat. Wenn ihr, ich gehe mal einmal wieder zurück, wo ist es? So, wenn ihr auf den zweiten Button drückt, habt ihr ein paar Flugmodis. Da wäre zum ersten dieses True and Go, das heißt, ihr könnt die Drohne aus der Hand starten lassen. Und wie schon gerade gezeigt, könnte sie dann auch in der Hand landen. Gerade wenn der Boden so wie hier jetzt nicht so schön glatt ist, lohnt sich das Ganze natürlich, das Ganze aus der Hand zu machen. So, dann haben wir einmal den 360-Grad-Modus. Das ist ein Modus, da fliegt man die Drohne an irgendeinem beliebigen Ort, aktiviert das Ganze, dann schaltet sich auch normalerweise sofort die Videoaufnahme ein und die Kamera, der ganze Kopf, da dreht sich 360 Grad einmal herum. Wenn die Kamera oder die Drohne dann fertig ist, beendet auch von alleine die Aufnahme. Oh ja, und wir haben sozusagen eine 360-Grad-Aufnahme. Dann haben wir hier 8D-Saltos. Das sind so Flips. Da kann die Kamera, da dreht sich der ganze Kopf dann nach vorne, nach hinten oder zur Seite. Das kann man dann auch bestimmen. Ist meiner Meinung nach eine Spielerei. Ich brauche es nicht so oft. Up and Way, das ist, ja, die Kamera hat man sozusagen vor sich positioniert, drückt den Knopf und dann geht es so 4-5 Meter so nach hinten oder schräge nach oben, wo man auch immer das Ganze haben möchte. Ist auch ein schöner Effekt. Dann haben wir hier den sogenannten Bounce-Modus. Der Bounce-Modus ist, da fliegt die Drohne etwas nahe dem Boden und geht immer ein bisschen rauf und runter, wie so mit dem Basketball, dieses Bouncen, nur halt im Vorwärtsflug. Sieht auch ganz nett aus. Vielleicht wird das mal was, um, ich sag mal, dem Hund oder sowas hinterher zu fliegen. Und zum Schluss haben wir hier noch einen Modi, das ist der Kreismodus. Man fliegt die Drohne irgendwo 2 Meter von sich weg, richtet sich das auf sich selber aus und ja, dann fliegt die Drohne einmal im Kreis um einen herum. Ja, was soll ich sagen? Nach wie vor finde ich, das ist ein Spielzeug, klipp und klar, aber ein sehr hochwertiges. Und diejenigen von euch, die gerne in das ganze Geschehen der Drohnenfliegerei einsteigen möchten, aber noch nicht wissen, soll ich viel investieren oder nicht und wollen erstmal gucken, ob es was ist, würde ich sagen, ist die Drohne ein perfekter Einstieg in diese ganze Geschichte. Klar, HD-Aufnahme kann man jetzt nicht gebrauchen, um ein schönes Urlaubsvideo damit zu schneiden, aber ich sag mal, hier auf dem Smartphone würde das auf jeden Fall reichen oder an die Daheimgebliebenen, wenn man im Urlaub ist, mal eben was rüber zu schicken, sieht das auch ganz nett aus. Abgesehen davon, dass diese Videoaufnahmen manchmal unterbrochen sind. Was ich sehr gut finde, ist die Bildqualität, obwohl das nur 5 Megapixel sind, das kann man schon mehr gebrauchen. Oder wenn man mal vielleicht am Haus hochfliegt, guckt, ob das Dach noch in Ordnung ist, selbst dafür reichen diese Aufnahmen noch ganz, ganz gut aus. Und ich sag mal, einen Preis von knapp 100 Euro, zumindest bei Foto Erhard, finde ich wirklich für dieses Produkt nicht zu viel. Gut. Ich bin darüber hinaus, ich würde sie mir nicht mehr kaufen, aber für den Einstieg finde ich die Tello eine wirklich gelungene Drohne. So, ich hoffe, mein Beitrag hat euch gefallen und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch in diesem Sinne wie immer eine schöne Woche oder auch ein schönes Wochenende. Bis dahin, tschüss.